Ja, hallo, hier ist wieder Kello. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir sind wieder in der Rocketry Upgrade Kolonie und ja, wir werden uns heute ein wenig um die Kühlung der, oder ich will gar nicht Kühlung sagen, sondern die Temperatureinstellung in der Kolonie kümmern. Da habe ich mir was für überlegt. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung, ist auch ein bisschen umfangreicher, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das in diesem Video fertig bekommen. Ich würde mal das fast ja, sicher sagen, dass wir es nicht schaffen, aber trotzdem ja, werden wir da auf jeden Fall mit beginnen. Trotzdem zu Beginn jetzt erstmal der Hinweis, es wird heute ein neues Tutorial geben, das irgendwann heute so am späten Nachmittag, denke ich, oder frühen Nachmittag, ich weiß noch nicht ganz genau, wann das fertig ist, veröffentlicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr da alle reinschaut, fleißig kommentiert, den Daumen nach oben drückt und ja, ich hoffe, dass es auch für viele von euch hilfreich ist. Es wird nicht so sehr ins Detail gehen, sondern einfach ein bisschen ja, das Verständnis dafür verbessern. Das ist so der Gedanke dahinter. Okay, nachdem wir hier, oh Gott, wie viel Essen wir mittlerweile haben. Na ja gut, dann kann man das Ganze hier erstmal vernachlässigen. Nur eine Kleinigkeit noch. Ich möchte gerne diesen hier zerlegen und dann gleich gegen einen Keimsensor austauschen. Das war eine Idee von euch. Finde ich total super, werden wir umsetzen. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die auch euch aufgefallen sind, nämlich die Waschbecken. Ich habe die Richtung gar nicht eingestellt, wie die benutzt werden. Ist somit nachgeholt. Ja, hoffe, das funktioniert jetzt so. Außerdem wollte ich noch hier in diesem Bereich nochmal aufräumen lassen. So. Okay, das können Sie dann alles nach und nach machen. Schauen wir mal eben hier wassertechnisch. Sieht das sehr gut aus. Wasserstofftechnisch. Achso, genau, das wollte ich nochmal kurz erklären. Nachdem es da doch ja, ein paar Kommentare zu gab, zu dem Wasserstoff. Meine Idee hierhinter war jetzt, dass ich nicht diese Leitung hier oben, die leert sich zwar aktuell auch gerade, das ist aber nicht weiter dramatisch, dass ich nicht, ich hätte diesen Sensor weglassen können und einfach die Batterie hier nicht anschließen, dann hätten die permanent gelaufen. Das würde aber auch bedeuten, wir würden den ganzen Wasserstoff, der hier in dieser Leitung ist, auch komplett verbrauchen, der hier hochgeht. Der ist jetzt verbraucht, zum Großteil auch, weil wir hier einen Umweg gebaut haben. Ich möchte das aber nur überprüfen, wenn er aus diesem System hier kommt. Deswegen ist der Sensor hier gebaut worden und solange hier was ist, läuft er. Wenn hier jetzt gleich nichts mehr ist, das kann man hier jetzt auch mal sehen, wird das Signal ausgeschaltet, die Batterie ist voll, dann laufen die auch nicht. Wenn ich diesen Sensor nicht hier gebaut hätte, sondern einfach die hier von der Batterie entfernt hätte, dann würden die laufen und laufen und die ganze Zeit unseren Wasserstoff verbrauchen, was ja total unnötig wäre, sondern das möchte ich nur, um dieses System leer zu halten. Ich hoffe, dass das jetzt ja, ein bisschen besser nachzuvollziehen ist, warum ich das so gemacht habe. Okay, so kommen wir zur Koloniekühlung. Dafür muss als erstes mal dieses hier oben fertig gemacht werden. Das ist schon auf Priorität 7. Das ist schon mal gut. Lassen wir hier auch noch mal ein bisschen schneller laufen. Können hier rein. So. Ja, kommen eigentlich hier die Leiter auch schon weiter zerlegen. Alles hier müssen wir im Grunde zerlegen. Okay, so das wird hier gebaut. Das muss man hier eben schauen wegen dem.
Prioritäten, dass wir das auch alles haben. Okay, so. Das Kühlkonzept sieht Folgendes vor. Zum einen möchte ich dafür, wer hätte das gedacht, den Kalt-Slush-Geysir benutzen. Wir haben hier schon eine isolierte Rohrleitung. Mal eben überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Ich glaube, wir bauen die Leitung hier so. Zerlegen dieses Element und bauen dann hier eine Rohrbrücke, damit unser Flüssigkeitsfilter hier auf jeden Fall immer vorrangig bedient wird, damit wir Wasser haben für die Sauerstofferzeugung hier oben. Sauerstoff. Oh, wir haben hier schon einen recht angenehmen Rückstau. Ist ja schon mal gut. Okay, so gut. Dann planen wir hier mal weiter. Das Ganze soll nicht mit 7 gebaut werden, sondern mit 6. Ja, dann geht es. Da muss ich mir noch was überlegen, wie wir das machen. Hier müssen wir noch ein bisschen was ändern. Zum einen diese Rohrleitung hier legen wir mal hier her. Weiter hier verlängert. Bauen dann hier die Rohrbrücke rein, so wie wir es eigentlich hier schon gedacht haben. Und dann können wir eigentlich auch das hier abbrechen, die Rohrbrücke wieder zerlegen. Führen wir nämlich diese Leitung auch hier runter. So machen wir das. Den kann man eingraben dann gleich. Hier schon mal die ganze Leitung zerlegen. Weil wir haben ja Wasserversorgung aktuell auch von hier, das ist ja alles gut. Ist jetzt fertig, die Ebene ist fertig. Dann können wir hier eigentlich hingehen und ups, Ziegel planen. Mal eben überlegen, so 2 Stück bleiben da zum Rand hin immer frei.
Dann sollte ich vielleicht mal eben schauen. 20 von außen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Also im Grunde diese Leiter hier, das hatte ich schon ausgemessen. Okay, das ist die, die für uns ausschlaggebend ist. Nicht mit 7. So, das hier ist schon mal fertig. Wir vielleicht mal eben machen sollten. Wir brechen das Zerlegen ab. Dann bauen wir hier ein. Rohrbrücke mit schön hoher Priorität. So, dann kann nämlich das Wasser von hier abfließen. Ja, und dann zerlegen wir das erst hinterher, dann haben wir nicht die ganze Sauerei hier mit dem Wasser. Und das verschmutzte Wasser haben wir hier gleich dran. Isolierte Leitung bauen wir bis hier genau. Wobei es ja, doch hier bauen wir das Ganze isoliert, ja. Vielleicht ändern wir das später noch mal. Da bin ich mir jetzt gerade selber nicht so ganz sicher, aber eigentlich soll das leiten. Hier runter. Hier wird es dann jetzt interessant. Da bauen wir nämlich Folgendes hin. Wir bauen hier einen Temperatursensor. Schwierig, dass wir hier, wir müssen einen recht großen Bereich jeweils abdecken. Aber ich glaube, machen das mal so, dass wir die hier möglichst mittig platzieren. Oder wir bauen einfach, wir bauen nicht zwei, wir bauen einen. Dann nutzen wir hier ein Flüssigkeitsventil. Von hier dann mit einem Radiatorrohr weiter, dass wir hier durchlegen. Hier wieder mit einem isolierten Rohr runter. Hier kommen wir auch schon mal weiter nach unten. Ups. Was mache ich denn jetzt hier? Weiter nach unten durchplanen. So, meine Idee ist jetzt hier eben in diesem Fall folgende. Eigentlich recht simpel das Ganze. Wir haben hier einen Temperaturfühler, den stellen wir ein. Sagen wir mal auf 25 Grad, das können wir ja noch fein justieren. Dann gibt er hier ein positives Signal ab, öffnet das Ventil und es läuft Flüssigkeit durch. Sobald es wärmer, zu kühl wird, dann, Moment. Ja doch, sobald es wieder kühler wird, schaltet das aus und das Wasser läuft nur ab und es wird nicht weiter gekühlt. Und diese Ebene bauen wir eben in
verschiedenen Höhen hier immer wieder durch, in beide Richtungen dann der Kolonien. Und so ist mein Plan, das Ganze abzukühlen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass das funktionieren wird. Hier brauchen wir noch Strom. Das ist jetzt alles abgelaufen. Dann können wir jetzt zerlegen. Müssen wir natürlich noch überlegen, wie wir hier das mit dem Wasser machen. Ich denke, da werden wir dann hier einmal drumherum legen. Und natürlich wird die Frage auch noch sein, was machen wir überhaupt im Anschluss mit dem Wasser? Wir haben ja hier, das sieht man jetzt schon, einen recht hohen Rückstau. Schauen wir mal. Vielleicht schicken wir das sogar einfach später in den Weltraum hier oben. Nach draußen raus ist auch noch eine mögliche Variante. So. Achso, ja, das hier hattet ihr geschrieben. Ich hätte hier auch einfach einen Flaschenbefüller und hier einen Flaschenentleerer bauen können. Ihr habt vollkommen recht. Das mit dem Kabel hier runter, mit der Leitung hier runter, die Chlorleitung, das hätte man auch anders handhaben können. Funktioniert aber, glaube ich, sehr gut mit unserem Schleim hier. Also Keime ist hier überhaupt kein Problem mehr. Wenn da mal kurz welche entstehen, die sind recht zügig wieder unten. Und man sieht das hier. Da kann nichts Verkeimtes sehr lange überleben. So, hier. Natürlich das Problem, dass wir da so nicht rankommen. Ich glaube, das lösen wir am einfachsten, indem wir es hier so machen wie auf der anderen Seite. Die Leiter bauen. Und eine Rückstange. Kompost hier müssen wir natürlich noch umziehen. Ich glaube, den packen wir mal hier hin. Ich müsste das hier auch noch umbauen. Dann kommen wir vielleicht sogar noch. Ja, ich glaube, das kriegen wir sogar noch relativ gut hin, mit gar nicht so viel Aufwand. Laden wir hier mal direkt zwei. Zerlegen den. Hier unten müssten wir dann die Kühlung für hier oben wieder bauen. Hier haben wir auch einen kleinen Dekor.
halb so wild. Wie ist es hier mit dem Radiatorrohr? Na, minus 10 für die beiden. Auch das ist nicht weiter dramatisch. Okay. Auch noch Magmatite. Gut, wir haben mehr als genügend. Ist einfach nur gerade mal eben wieder eine Prioritätensache, das muss halt alles abgearbeitet werden. So, hier diese Tür können wir jetzt erstmal so konfigurieren, dass da niemand rein darf, weil sonst holen die eben hier den Schleim raus, weil das auf 5 steht und packen den hier wieder rein. Das ist natürlich Quatsch. Ach so. Ja, das ist natürlich blöd, dass das jetzt noch nicht gebaut ist. Mach hier mal eben eine Acht draus, dass das fertig wird, weil so wird natürlich jetzt hier kein Schleim mehr hochtransportiert. Ja, man sieht das hier schon, die laufen hier rein, holen den Schleim ab, jetzt wird es gebaut. Jetzt läuft die Geschichte wieder. Ach herrje. Schnell den Ticks befreien. Ups. So. Er ist gerettet. So, jetzt Ziel wieder aufgebaut. Das da unten rein, aber vielleicht machen wir das erstmal so, dann kann das Wasser hier reinlaufen. Ich möchte es nämlich ungern im Öl. Ich möchte nur trotzdem, dass sie oben gleich freigegraben haben, damit wir das hier nicht ständig reinigen müssen. Achso, ja, für Mr. Big haben wir immer noch kein Schlafzimmer. Muss ich noch ein Momentchen gedulden. Weil wir natürlich hier was machen könnten. Die Granitziegel. Wir haben hier die Leiter. Brauchen wir nicht mehr. So, wenn wir jetzt hierher gehen und den Ziegel zerlegen.
Wasserstoff von hier mitpumpen. Das hatte auch, glaube ich, Burkhard schon mal geschrieben. Und das war nur am Anfang ziemlich blöd, weil ich das ursprünglich so rumgebaut hätte. Wenn ich es direkt andersrum gebaut hätte mit dem Elektrolyser nach außen und die Gaspumpe nach innen, dann hätten wir es tauschen können. So mussten wir es jetzt so machen, aber werden hier jetzt Platz schaffen demnächst. Die Türen hier sind noch geschlossen. Ich habe mir das nur schon mal hier als Erinnerung hingesetzt, dass wir hier nochmal ran müssen. Können wir nämlich hier die Leiter gerade runterbauen. Dieses hier bauen wir dann auch nochmal um. Das war auch nicht das Problem, das kann man ja recht einfach verlagern. Natürlich hier noch nicht ganz die Flucht von der Leiter, das wird auch schwierig umzusetzen sein. Na, schauen wir mal, vielleicht machen wir das hier nach unten weiter und dann da nach oben. Das würde natürlich bedeuten, dass wir das hier lassen können. Wir schauen einfach mal. Da frei. Können wir die noch freigraben und dann dürfte das ja hier mit der Schleimbelastung, ja. Sehr schön. Okay, so, was macht unsere Kühlung? Arbeit, wenn auch langsam. Vielleicht ändern wir das einfach mal, dass wir hier alles auf 7 machen. Eigentlich möchte ich das Ganze hier möglichst schnell fertig und abgeschlossen haben, damit wir dann endlich in den Weltraum vorstoßen können. Bauen wir das denn hier mit dem Flüssigkeitsfilter hier? Wasser kann man alles hier reinlaufen lassen. Ist jetzt natürlich nicht so geschickt. Sollten vielleicht mal schnell abschließen, damit man nicht den CO2 von hier oben wieder rausdrückt. Ausgeschaltet. So, weil der Druck niedriger ist. Okay, haben wir das ganze CO2 abgebaut? Wow. Bin begeistert. So, wir transportieren natürlich jetzt den Schleim ab. Ja.
was wir hier jetzt natürlich machen können, hier die Leitern zerlegen und dann können wir nämlich das hier öffnen, weil wir es hier nämlich abgeschlossen haben. Ist eigentlich eine recht gute Idee. Ziegel, Granit. Stromkabel noch weg. Mit den Leitungen hier ist natürlich auch nur überschaubar schön. Die müssen wir vielleicht auch noch mal später hierher verlegen. Feldbett. Leinwand ran. Und dann schauen wir noch mal, wie viel wir hier haben. Graben, Grabenforschung und Schnarcher. Ich denke, wir nehmen Abe und an der Reihe ist Shanara, sowieso gerne Forschung auch machen wollte. Und das Schnarcher, das kann man mittlerweile ja ganz gut ignorieren. Shanara, herzlich willkommen an dich. Du hast es auch endlich in die Kolonie geschafft. Du, fangen wir mal hier direkt mit der Forschung an, da sehe ich. Wir dürfen mal wieder ran, Roman. Achso, Tierkorb habe ich gerade. Roman. Ja, Luigi. So, Big Louis darf aufsteigen und Mr. Big darf auch aufsteigen. So, Prioritäten bei Shanara. Auch in die Forschung. Gut wird abgeholt. Herzlich willkommen an dich. So, jetzt muss ich natürlich noch mal eben schauen, wegen einem Bett. Da kommen die Türen hin. Wir können ja mal hier gerade schon mal eben planen. Skulptur. Zwei Betten. Skulpturtüren. So. Das ist alles abgeschlossen. Dann können wir hier endlich öffnen. Türen hier zwischenbauen. Weil das hier natürlich ab hier Quatsch ist, sehe ich gerade sehr wirklich. Hier kommt ja noch die Leiter hoch. Kommen hier die Türen hin. Hier passt es dann ja gar nicht. Was hier passen würde, doch, es wäre ein Bett ohne Skulpturen, das kann man machen. Und für Schamar brauchen wir ja ein komfortables Bett, weil eben wegen Schnarcher. Das ist natürlich Luxus, dass du gleich als erstes da
ein solches mitbekommst, aber aus Platzgründen können wir das noch nicht für alle bauen. Das wird wieder der Fall sein. Das machen wir auch mal, also vor der Nacht nicht mehr schaffen. Schon. Gucken wir mal in diese. Weil wir könnten Schalaya ja in die Nachtschicht mit reinpacken erstmal. Ist das mit dem Schnarchen auch nicht so dramatisch. Hier, Mr. Big. Patrick in einen anderen Schichtplan, dann ist das ein bisschen besser verteilt. So, okay, wir lassen es wieder schneller laufen. Dann hier. Weiter. Stopp, habe ich wieder einen Fehler gemacht hier. Muss ja auch noch die Feuerleiter ran. An welcher Seite habe ich die denn jetzt geplant? So, 1, 2, 6, 16, 18, 19. Okay. Richtig gemacht, Gott sei Dank. So, das ist jetzt das Bett für da. Für Schanar, dann hat das mit dem Schnarchen nämlich weniger Probleme. Wir müssen hier mal schnell aufräumen. Hier liegt nämlich Bleichstein und sowas rum. Das müssen wir schnellstens loswerden. Haben wir überhaupt Bleichstein irgendwo eingelagert? Hier drunter? Ja, haben wir, okay. So, planen wir das Ganze nochmal. Ändern das aber mal auf 5. Na, ihr seid ja ein paar Helden hier. Eigentlich können wir hier mal eben Folgendes machen. Wir machen das mal so, dass wir überall eben dann komplett reinziehen. Wir können die ja später wieder abreißen, wo wir es nicht brauchen. So, die passt auch.
Auf jeden Fall hier noch das ganze Gedöns abpumpen, das ist schon mal sicher. Burkhard ist hier wieder fleißig am Rumkünsteln. Die ist natürlich auch mitunter schon ziemlich verkeimt hier. Wo haben wir denn Strom? Apropos Strom. Leiterkabel, Priorität 5. Wir müssen hier die ganzen Leitungen auch nochmal austauschen. Ob wir die dann später so lassen. Ups. Wo sie jetzt sind, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall. Verbessert werden. Dann können wir hier auch schon mal noch ein paar weitere. Oh, da haben wir jetzt aber schon ziemlich was durchgeballert. Wir dann noch? Hier haben wir unsere. Jetzt schon wieder, das war gerade auch schon begraben gewesen, oder? Mensch. So, da ist schon die Rettung. Ein Steinhatch. Können wir schon mal so machen. Okay, so, warum funktioniert der nicht? Wir haben keinen. Das Ding ist schon wieder kaputt. Obwohl der aus Goldamalgam gebaut ist, das soll mir mal jemand erklären. Heiß ist das wohl gar nicht. So, Sanitär, Flüssigkeitsfilter. Eisenerz, wir brauchen noch Eisenerz. Da kommt jemand. Holen. Läuft das Ganze wieder. Ich verstehe wirklich nicht, wie das überhitzen konnte, weil es müsste doch eigentlich eine Überhitzungstemperatur haben. 125 Grad. So heiß ist es doch hier unten nicht. Noch 9.
92. Warum wird denn der so heiß? Okay, nochmal im Trick. Zerlegen einschalten, auf neun stellen, zerlegen abbrechen. Wenn der dann gleich nochmal beschädigt werden sollte, der schneller repariert werden, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der so überhitzt. Vielleicht bauen und planen wir hier mal Folgendes. Frei und dann bauen wir einfach hier unseren Flüssigkeitsfilter wieder neu auf. Im kalten Eisbiom sollte das besser funktionieren. Da, wo der Boden schon fertig ist. Oberhalb davon freigraben. Können wir hier oben schon mal abschließen. Da kommen wir dann ran. Hier kommen wir auch ran, wenn die Leiter erstmal weitergebaut wird. Ist noch einfach wahnsinnig viel zu tun. Hier bitte einmal aufwischen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn eine Maschine verschüttet? Der ganze Schleim, den wir hier freigraben, der muss natürlich auch mal besten zeitnah abtransportiert werden. Vielleicht mache ich hier raus mal eine 8.
Hier ist durchaus noch eine ganze Menge zu machen. Vielleicht schon mal Sinn macht, sind ein paar Luftauffrischer. Die Keime hier oben im Sauerstoff, die müssten nämlich eigentlich früher oder später sterben. Und wenn wir den ganzen verschmutzten Sauerstoff hier auch alles filtern und sauber machen, müssen wir eigentlich nachher nur das CO2 und das Chlor raus. Dann wird es natürlich überschaubar. Glaube ich, auch mal machen. Können und sollten es einfach hier unten abschließen. Gemeisterte Berufe. Okay, ich habe gerade nicht weggeklickt. Null gemeisterte. Aber Defle ist gleich so weit. So, wie sieht denn hier unser. Okay, bei Sack ist es ein bisschen schwierig. Patrick, kommt er dann auf 5? Okay. So, ich wollte noch kurz auf diese Pilzgeschichte nochmal eingehen. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon machen, habe ich jetzt vergessen. Ich werde hier jetzt nicht mehr viel mehr Arbeit reinstecken, sondern das Ganze einfach so laufen lassen. Wir werden später auch noch anderes Essen bauen. Warum? Also es gab einige Fragen, und auch vollkommen zu Recht, warum diese ganze Arbeit für so ein schlechtes Essen, das nur einen Wert von plus 1 hat, ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Ich habe es ja auch schon gemacht. Und zwar ging es darum, ich wollte einfach nur mal eine Alternative aufzeigen zum Wasser. Denn wenn man sich mal anschaut, hier, die Pilze, die brauchen an Düngung pro Zyklus 4000 Gramm Schleim, also 4 Kilo Schleim, was natürlich nichts ist. Ansonsten, alle anderen Kriterien sind sehr einfach zu erfüllen. Wenn man sich dahingegen jetzt die Dornenblüte anschaut, die braucht pro Zyklus 20 Kilogramm. Das heißt, bei 6 Zyklen brauchen wir 120 Kilogramm um eine Wasser pro Pflanze, um sie wachsen zu lassen. Das ist natürlich im Vergleich zu 24 Kilogramm Schleim. Ne? Also ihr seht das, wenn man das ins Verhältnis setzt, klar kann man hieraus das bessere Essen machen, aber eben braucht auch sehr, sehr viel Wasser. Wenn man hier jetzt, wir sind jetzt schon bei 16 Duplikaten und wir werden noch mehr. Wenn man das alles mit tollem Essen machen möchte, wo man Wasser braucht, da stößt man irgendwann deutlich an seine Grenzen. Das also nochmal der Hintergrund zu den Pilzen. So, hier können wir nochmal ein bisschen graben. Und hier müssen wir jetzt graben, sonst kommt da nämlich jemand nicht raus. Tix mal wieder. Der Tix ist, glaube ich, ein kleiner Gefahrensucher. Ist aber erstmal was. Gott sei Dank hat der einen Schutzanzug an ohne. Ja, der schafft aber was hier, ne? Da muss man auch mal sagen. Genau, wird erstmal geschlafen. Es gibt aber Rückenschmerzen, mein Guter. Dann packen wir dich mal eben ins Zentrum der Aufmerksamkeit, dass das den Stress ein bisschen reduziert. Was mich an was anderes erinnert.
Massageklinik. Okay, ich war mir selber nicht mehr sicher. Ist aber noch eine vorhanden. Okay. Noch was, was mir gerade wieder einfällt. Die Puffs. Ich sollte mir die Puffs nochmal anschauen, dass da einer ist mit einer anderen Musterung. Wahrscheinlich ist das der Unterschied zwischen dem Puffprinz und dem normalen Puff. Wo haben wir einen? Hier oben. Da der normale Puff und der Puffprinz, das sind die unterschiedlichen. Ich weiß gerade gar nicht. Der eine scheidet Schleim aus und der andere, glaube ich, auch. Ich glaube, die Menge ist unterschiedlich, wenn ich das richtig habe. 10% der verbrauchten Masse und dieser braucht 50 oder erscheint 50% der verbrauchten Masse aus, genau. Das waren also die Unterschiede. Wir hatten aber zeitweise auch einen noch anderen. Hier. Ja, also das sind die beiden Unterschiede. Die sind unterschiedlich groß und auch ja, die Musterung ist auch minimal anders. X hat sich selber befreit. Stationen. Wo haben wir denn unsere Space? Ist so hoch, dass die hier gar nicht. Okay. Wo platziert? Wie viel Strom braucht die 480 Watt? Okay. Aber wir würden vier Stück so gerade eben in ein Feld reinbekommen. Würde ich die vielleicht hier auf dieser Höhe hier noch besser. Eigentlich wäre es noch besser, die hier zu bauen. Das hier mal ab. Und machen das so, dass wir es hier langsam runtergraben und dann haben wir hier Platz genug. Wie hoch waren die nochmal? Fünf Felder, oh lala. Aber eigentlich auch hingehen. Und hier oben schon Bilder reinbauen. Solange wir dann da noch rankommen. Hatten wir nicht hier oben irgendwo Strom? Ja, haben wir. Machen wir mal Folgendes. Ne, ich wollte ja. Ne, wir pumpen hier noch nichts raus. Wenn, dann würden wir es hier unten machen. Auch hier ist stromtechnisch. Die Leitung ist noch gar nicht umgebaut. Wir müssen einfach mal ein bisschen ruhig Blut machen. Vielleicht muss ich auch die ganzen Prioritäten nochmal wieder durchschauen vor dem nächsten Video. Jetzt haben wir das Problem mit dem Flüssigkeitsfilter nicht mehr. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob es nicht vielleicht auch so schon funktioniert. Okay, Bilder werden gemalt.
Ja, hier kann ich jetzt gerade auch gar nicht weitermachen. Also erst sollen die Bilder fertig werden. Und dann bauen wir hier die Stationen hin. Da muss hier Strom her. Dann. Können wir irgendwann auch mal Richtung Space Kadetten gehen. Wobei der Burkhard dafür ja auch noch die Laufburschen und Ingenieur, genau wie die hier, das müssen die alle erst noch vollführen. Jo, ich glaube, hier werden wir bald am Ziel sein, um unsere Kühlung. Bedarf noch ein bisschen Arbeit, aber ich bin da eigentlich recht guter Dinge, dass wir da im nächsten Video zumindest schon mal die ersten Sachen am Laufen haben. Wir müssen dieses hier nochmal verfeinern, dann brauchen wir noch einen Platz für das viele Wasser. Das da natürlich durchgehen wird. Ach so, was macht denn eigentlich hier unser 18 Grad mittlerweile? Okay. Gut, ja, oh Gott, wir haben schon wieder die Stunde voll. Ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle mal schnell ein Ende. Wie gesagt, heute Nachmittag Tutorial. Nicht vergessen, schaut alle rein, fleißig bewerten, kommentieren. Gerne auch bei diesem Video. Wenn ihr wieder Tipps habt, ihr habt wahrscheinlich unzählige, weil ich wieder vieles ja, unüberlegt gemacht habe. Ne? Schreibt mir einfach und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke und bye bye.